Hi, hallo und herzlich willkommen. Heute zu einem Werkzeug Weihnachtsgeschenke für Männer. Auf den Schneidematten liegen heute tolle Sets von Vera und Kniepacks, die man unter den Weihnachtsbaum legen kann. Außerdem habe ich drei tolle Weihnachts-Adventskalender gefunden, die zum Christbaum führen. Und zwar einen KS-Tools Weihnachtskalender. Vielen Dank für den Tipp, Janus. Da ist ein toller Schrauber drin, den gibt es auch von Kiprim. Und den möchte ich heute mit euch auspacken und mal schauen, ob der was taugt. Dann von HZ ist ein Weihnachtskalender dabei. Da gibt es auch noch mal einen anderen im super Sonderangebot, und zwar den vom letzten Jahr. Das ist ein richtiges Schnäppchen. Ich glaube, das ist ein bisschen Ladenhüter, weil da so abgefahrene Werkzeuge mit drin sind. Also Bithalter im Steckschlüsselformat. Aber ich denke, dass der vielleicht mal einen Sammlerwert bekommen könnte. Und außerdem euer wahrscheinlich liebster Weihnachtskalender, und zwar der von Vera. Und da wollen wir auch reinschauen und mal die Werkzeuge im Großformat zeigen. So, und außerdem habe ich von Kniepacks eine tolle Weihnachtskugel gefunden, die man sich am Baum hinhängen kann. Ganz klasse Teil, wie ich finde. Und in der ist eine Cobra XS drin. Die gibt es auch in der tollen Gürteltasche zusammen mit dem Zangenschlüssel XS. Und hier zwei weitere Sets mit Cobras und Installationsschlüssel. Und für die, die schon alles haben, gibt es einen ganz besonderen neuen Elektroinstallationsschlüssel und eine ergonomische Elektrikerzange. Also, bleibt am Ball, nichts riskieren, abonnieren und schon kann es losgehen. Und zwar gibt es hier ein kleines Set um die 10 Euro von Vera. Da ist ein Magnethalter und 6 tolle Torx dabei. Ja, wer viele Freunde hat, der kann das vielleicht unter den Weihnachtsbaum legen. Das gibt es auch in größeren Losgrößen, immer so Bündels mit 10 oder noch mehr, wo man sich vielleicht den einen oder anderen Euro sparen kann. Dann gibt es hier ein großes Set, das erinnert mich ein bisschen an den Vera Toolcheck Plus. Der hat 30 Bits und diesen tollen Rapidaptor, diesen magnetischen. Und ja, weil ich es gerade gehabt habe vom Toolcheck Plus, das findet die Tombola noch statt. Und zwar am Mittwoch. Ich werde verlosen einen Vera Toolcheck Plus. Da habe ich auch ein Vera Lifehack gedreht. Ja, weil wir gerade dabei sind. Und außerdem einen Barco-Winkel. Und einer der Zuschauer hat gesagt, er ist ja schnuckelig, machst du den Winkel mit deiner Brotzeitbox? Und so, ja, tatsächlich, woher weißt du das? Also, freut euch auf die Verlosung. Am Mittwochabend versuche ich ein Live-Video zu machen. Aber das soll es gar nicht so arg gehen. Es geht hier um die Werkzeuge. Und ja, war noch ein weiterer Corinthus Kakus mit dabei. Ich habe gesagt, das sind VDE-Schraubendreher. Natürlich sind es Schraubendreher nach IEC 60900, ja, VDE qualifiziert nach Vorgaben von VDE. Und ich hoffe, damit bist du auch happy. Auch ein tolles Set mit euren Lieblingsgrößen da oben. PH1 und PH2, da läuft ja zurzeit eine Umfrage, da geht es um Elektroschraubendreher. Und da versuchen wir den weltbesten Elektro-VDE-Bithalter zu generieren. Da ist es wieder, dieser Neologismus, das neue Wort für euch. Ich hoffe, ihr seht es mal nach. Und außerdem, ja, wie ich finde, eins, also wo ich das gesehen habe, dass es gibt, richtig toll, eine Gürteltasche mit den beiden XS-Cobras drin. Müsste nur noch eine davon, und zwar die dunkelbrünierte, auch Silber sein. Es gibt auch ein weiteres Set mit den 125ern. Da habe ich mal was vorbereitet. Das habe ich schon länger. Hier allerdings ohne Gürteltasche, weil mir das halt einfach so gut gefällt, wenn die so verchromt oder was ist das hier, diese Vanadin oder wie die sagen, Oberfläche haben, dann finde ich, passt das gut zusammen. Hier ist es noch ein bisschen unterschiedlich, aber natürlich auch Top-Werkzeuge. Und gerade wenn man viel Kabel zwicken muss, die Elektrikerzange, auch was Gutes. Wenn euch diese Weihnachtsgeschenke nicht zusagen, habe ich noch ganze Playliste mit Smart Tools, Gadgets und Geschenkideen für Männer oder Handwerkerinnen. Könnt ihr mal schauen, verlinke ich euch oben. Und ansonsten baue jetzt kurz um. Es kommt die tolle Uhr, die ich gelötet habe, auf die Matte. Die habe ich bekommen von roboter-bausätze.de und habe sie gelötet mit weller-tools.com Lötrad Solder Wire, weil ich im Solder Squad bin. Da gibt es auch ein tolles Video dazu. Das erste DIY in der Elektronik. Und jetzt schauen wir wirklich mal in diese tollen Adventskalender rein
Und am Schluss, ich mache euch auch unten so ein kleines Inhaltsverzeichnis rein, dass ihr da jetzt hinrufen könnt, wenn ihr nicht beim Auspacken zuschauen wollt, zeige ich euch nochmal, was drin war und packe auch die ganzen Geschenke hier mal aus und dann gucken wir nochmal drüber. Also dann, hoffentlich bis gleich. Ade, wasche. Wieder zurück in der Echtzeit. Also, drei ganz tolle Sets, muss ich sagen. Würde ich euch jeden einzelnen davon ans Herz legen. Vielleicht noch mal kurz zu den Verpackungen. Hier, der KS Tools ist hier in so einer schönen Schaumstoffanlage. Die kann man vielleicht wiederverwenden für einen Werkzeugwagen oder so. Das ist natürlich schon ein massives Teil von der Verpackung her. Bei den Türchen ist mir aufgefallen, dass die ein bisschen schnell einreißen. Da waren die anderen besser. Und man kann den Kalender auch aufstellen, so wie den von Vera auch. Und der Vera, der ist ja gleich doppelt verpackt hier. Der hat hier eine Außenhülle und hier nochmal eine kleine. Und da kann man den auch aufstellen. Und der von Hatzet, der hat hinten nochmal, da ist alles oben. Und man kann es auch wegmachen. Das finde ich ist toll. War eh schon gespoilert auf allen Kanälen, aber dann ist da tatsächlich ein Werkzeugkalender mit Überraschungseffekt und das ist was Tolles. Okay, ja, Vera, klasse, ich meine, die Farben, die müssen wir natürlich mögen, aber da ist ja auch dieser kleine Bithalter dabei, ganz ähnlich zu dem von Spax und ich meine, von Hilti habe ich noch so einen. Also, das macht schon was her. Da sind schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bits dabei und in Weihnachtsfarben ein Rabidaptor. Hier ein Griff, so einen hatte ich auch noch gar nicht, das gefällt mir auch, wo die in Bits sind. Allerdings ist mir aufgefallen, die heben da nicht ganz optimal. Also puh, für Vera ist das schon nochmal, weil da passt normalerweise alles. Das ist ein bisschen viel Luft hier. Ich glaube, das liegt an dem Kunststoff. Da haben die vielleicht nicht genügend Zeit investiert, das genau einzustellen. Aber ansonsten ein tolles Teil, auch zwei Komponenten hier. Und dann ein toller Schlüsselsatz mit den, naja, richtige Joker sind es nicht. Aber so halbe mit einem 12er, einem 13er, einem 10er, einem 11er, einem 8er, einem 9er, einem 7er. Und dann 6er Schlüssel, den mache ich noch so rum rein, dann passt es auch. Aber cool, finde ich den Halter auch gummiert, nice. Und einen Weihnachtsflaschenöffner, ein kleines Weihnachtsbäumchen hier oben, coole Sache. Ja, HZ, ganz tolle Schraube, ich mag diese kleinen Schrauben, da kommt man gut rein. Hier sogar ganz nah oben, da kann man wirklich schön an Ecken schrauben. Lithium-Ionen, sagen wir was dazu, 3,7 Volt, 2 Ampere-Stunden, 7,4 Watt, 180 Umdrehungen in der Minute. Und weil wir die anderen gewogen haben, machen wir den auch noch auf die Waage. Da ist dieser tolle Halfter dabei mit 4 langen Nüssen und einem USB-Kabel. Ja, oh, 645, relativ schwer, den will ich auch wissen. So schwer, also der hat bestimmt auch Power. Da machen wir jetzt auch gleich einen Schraubtest. 542 und da steht oben 3,6 Volt, 1,5 Ampere Stunden und nichts zur Umdrehungszahl. Aber der flitzt ganz schön und er hat auch eine Batteriestandsanzeige. Ah, leider keine Automatik und auch kein verriegelbaren Bithalter. Das haben sich die Leute gewünscht, aber ansonsten ist das auch bestimmt kein schlechter. Da kann man auch die Stärke einschalten, denke ich mal, da hinten. Also, da tolles Bitset mit dabei. Da ist mir aufgefallen, sowohl beim Hardset als auch bei dem, da war nur einer dabei, der ist aus seiner Verpackung rausgeflogen. Entschuldigung, die muss man dann suchen. Na, was ist los? Und da ist auch noch ein Magnethalter dabei und ein PH2 und ein Ladekabel. Hier auch ein Ladekabel mit dabei und das finde ich auch
Protokoll, auch Magnethalde hier drin und dann immer drei PH1, drei PH2, ein PH3, PZ1, drei PZ2, drei und einen PZ3 und dann hier Torx 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25 und 27 und 30 und 30 und 40 und 40 und der BO-Sicherheits T20 einmal und T30, ein 3er, ein 4er, ein 5er und 6er. Sechskant und da hinten steht 6er Schlitz, das ist der 4,5er, da steht 8er Schlitz, das ist der 8er und da steht 6er, das ist der 9er. Muss ich vielleicht so rumlesen? Ah, dann passt. Okay, also hier das Kunststoff, ja, okay, top, top Teil, fällt mir gut, ja. Ein bisschen Gummi könnte man hier noch haben an den Ecken, wenn er runterfällt. Auf jeden Fall eine coole Nummer im Holster. Also, alle drei empfehlenswert hier. Weiß ich, der Kiprim hat noch so einen flexiblen Bithalter mit dabei, der war jetzt nicht drin, fast wegen schade, auf den habe ich mich gefreut. Aber ansonsten halt auch wirklich ein cooles Tool und Geschenktipp. Ja, und jetzt gucken wir mal, live schrauben, ich meine, sind zwar Spacks, aber da kann man auch mit so einem 20er Torx schrauben. Ist da überhaupt einer dabei? Ja, es könnte der hier sein. Ja, passt schon. Ne, ist nochmal Nummer größer. Das ist der 20, das hier ist der 15er. Okay. Ja, also schauen wir mal. Schraube Nummer 1. Das sind ja hier die Ergebnisse aus den Schraubertests von den letzten Wochen. Dann gucken wir hier mal, wo wir den reinknallen. Ich würde sagen, das Fair ist irgendwo hier. So, jetzt schauen wir mal. Der flitzt auch ganz schön, der ist schnell, ja, damit hat er überhaupt kein Problem. Boah, die macht ja auch richtig tief, das haben schon die anderen nicht so gut gemacht. Da war ja der Gewinner der Bosch und der von Black & Decker war auch nicht schlecht. So, schauen wir mal hier. Und der zieht durch, Alter. Ah, zack, jetzt schaltet er ab. Also, auch sehr gut. Der dritte aus der Reihe, Janus, vielen Dank für den Tipp. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, du kennst dich auch gut mit Werkzeugen aus, das habe ich schon gesehen. Also, tolle Sache. Und jetzt im Vergleich, Hardset, schauen wir mal. 20er, also da sind die langen dabei. Das ist ein 25er, PZ1, PZ2 und ein Sechskant. Und jetzt hier die Nummer 20, schön beschriftet. Finde ich mal gut, ja, das ist hier nicht so. Nehmen wir hier mal den 20er, also der muss schaffen, jetzt überall rein. Ja, okay, den kleinen. Ja, mal auf der Seite. So, da kann ich auch noch die Drehrichtung mit dem Finger verstellen. Oh, gummiert, ja, das liegt an mir. Auch zwei LEDs, Vorwärts-, Rückwärtsgang und Tankstellenzeichen. Tankstellenleuchte. Zeichen ist keins oben, aber ihr kennt es von meinem Bosch, da ist eine oben. Hier. Die Tankstelle da im Griff. Okay, gucken wir nochmal, wie die läuft noch. Sehr gut. So. Jetzt. Beide nicht geladen, gell? So kommen die aus der Packung. Ah, okay, den schraubst du durch. Keine Probleme. Katze natürlich auch sehr hochwertige Bits. Ja, okay, hat es auch ganz geschafft, aber auch nicht viel weiter als die Schraubendreher. Also ganz ähnliche Maschine, die mache ich ein bisschen weiter rein, dass er mir nicht rausfällt. So, und jetzt will ich es wissen, ich habe nämlich da meinen Bosch nur liegen, jetzt hole ich gerade nochmal Schrauben. Also, alle drei Weihnachtskalender kann ich euch ans Herz legen, sind tolle Sachen, auch die kleinen Sets von vorher. Da machen wir vielleicht, drehen wir vielleicht nur eine kleine Runde, die sind auch in Ordnung. Und wenn er da was sucht für eure Männer zu Weihnachten, da ist bestimmt was dabei. So, gucken wir hier nochmal. Der ist auch nicht geladen. So. Wenn wir hier noch Plätzchen finden, nehmen wir mal hier. Ah ja, der wieder Zeug gemacht. Ja, okay. Den hätte er schon ganz versenkt. Da ist ein bisschen wenig Platz mittlerweile auf der Leiste. Und jetzt den dicken.
Okay, der kämpft jetzt auf die andere Schraube drauf. Ich denke, der hätte es auch geschafft. Schauen wir mal, ja, nicht ganz. Na, er schafft schon. Allzu gut. Auch nicht schlecht, Herr Specht. Okay, haben wir den Test noch erweitert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt am Ball und schaltet mal wieder ein. Und dann bis bald.